Willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu einer weiteren Folge des Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Alexander Börsch, ich bin heute euer Gastgeber und freue mich, dass ihr dabei seid. In unserer heutigen Folge geht es um grünes Wachstum, also um die große Frage, wie Wirtschaftswachstum nachhaltig gestaltet werden kann. Wir sprechen darüber, was grünes Wachstum eigentlich genau ist, ob Nachhaltigkeit und Wachstum grundsätzlich vereinbar sind und wie der Preismechanismus auf dem Weg Richtung Klimaneutralität helfen kann. Ebenso geht es darum, welche Rolle der Finanzsektor spielen kann und wie Privatanleger nachhaltig investieren können. Mein Gast zu diesem Thema ist Dr. Hans-Jörg Naumer. Hans-Jörg ist Leiter Global Capital Markets and Thematic Research bei Allianz Global Investors. Bevor er zur Allianz Global Investors kam, war er Leiter des deutschen Research bei der Société Générale. Sein Schwerpunkt liegt auf den Themen Kapitalmärkte, Mitarbeiterbeteiligung, Vermögensbildung und nachhaltige Investments. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Ich begrüße euch heute wieder aus München und mir aus Frankfurt zugeschaltet ist Hans-Jörg Naumer. Hans-Jörg, herzlich willkommen beim Future Talk. Ja, ich freue mich drauf, lieber Alexander, und ein Hallo in die ganze Runde über München, natürlich weit hinausgehend. Treue Hörer kennen dich ja schon. Wir haben schon zweimal mit dir gesprochen im Podcast. Für Interessierte Folge 58 und 103, da haben wir uns über Vermögensbildungspolitik und Aktienkultur unterhalten. Heute haben wir ein ganz anderes Thema. Heute wollen wir nämlich über grünes Wachstum reden. Und du hast kürzlich ein Booklet dazu veröffentlicht. Vielleicht dazu die erste Frage: Was hat dich dazu bewegt und motiviert, sich dieses Themas anzunehmen? Nun, das Thema Klimawandel ist natürlich das Thema unserer Zeit, das wir gelöst bekommen müssen. Ich beschäftige mich schon sehr lange damit, habe schon sehr früh angefangen, daran zu arbeiten, bin einfach überzeugt, dass wir den Klimawandel nur aufhalten können, wenn wir auch ökonomische Antworten darauf finden. Das heißt ja zu Recht, follow the science. Ökonomie ist eine Wissenschaft und ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass wir mit ökonomischen Methoden den Klimawandel nur aufhalten können. Große Motivation also für mich als Volkswirt, und dazu kommt, wenn man so die Diskussion verfolgt, kommen eine ganze Reihe von Fragen auf, die mich im Kern natürlich treffen, und ein Thema davon, eine Frage entwickelt sich um den Begriff Degrowth, also Ende des Wachstums oder Nullwachstum, wie immer man es genau ausdrücken will, und wenn so große Begriffe diskutiert werden, muss man natürlich nochmal ganz besonders hinschauen. Dann lass uns das mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Was bedeutet denn grünes Wachstum genau? Ich meine, man kann ja da zwei Interpretationen haben. Man kann zum einen sagen, wir haben bestehendes Wachstum, das müssen wir grüner, nachhaltiger, CO2-neutraler machen. Oder man kann es ja auch so interpretieren, dass man sagt, durch den Weg Richtung Nachhaltigkeit können wir nochmal zusätzliches Wachstum generieren. Was wäre deine Interpretation hier? Ja, zuallererst, grünes Wachstum ist ja ein Begriff, der von der OECD vor einigen Jahren gebracht wurde, geprägt wurde. Green Growth hieß es damals, hat sich jetzt auch ins Deutsche gut übertragen lassen. Das ist kein feststehender Begriff, das ist mehr eine Idee, eine Herangehensweise, auch eine Motivation, an der Dekarbonisierung der Wirtschaft zu arbeiten. Also ganz dringende Motivation, Appell, an der grünen Wirtschaft zu arbeiten. Und damit bin ich schon mittendrin. Was heißt grünes Wachstum? Grünes Wachstum heißt den Übergang zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Großer Anspruch zu schaffen, zu gestalten. Dabei muss man mitdenken, dass Wachstum ja eigentlich kein Selbstzweck ist. Also gar nicht die Frage gestellt wird, wollen wir jetzt auf dem Weg mehr Wachstum haben? Wir wollen zuallererst mal das Wachstum haben, also die Wertschöpfung, die wir in der Wirtschaft haben, nachhaltig, also klimaneutral hinbekommen. Und ich bin der Überzeugung, dass sich daraus sogar durchaus tatsächlich neue Wachstumstreiber ergeben werden. Wir müssen uns nochmal klar machen, dass die Dekarbonisierung ja das komplette Umkrempeln des Wirtschafts betrifft, wenn es um Energie, Energieversorgung, Energieeffizienz geht, Energiequellen natürlich zuallererst.
zu nennen. Und das wird eine Menge an Innovationen bedeuten. Das wird eine Menge an neuer Technologie bedeuten und entsprechend Investitionen in der Konsequenz. Also für mich ist grünes Wachstum viel mehr als nur, wir drehen ein bisschen was auf grün und machen es etwas netter. Es ist eine fundamentale Änderung unseres Wirtschaftens und es hat als Abfolge quasi dann auch, bringt es mit sich in der Abfolge, dass wir mehr wachsen in Zukunft. Du hast ja eben schon das Thema Degrowth erwähnt. Dahinter steckt ja die Überzeugung, dass wir eigentlich nur nachhaltiger werden können, indem wir weniger wachsen. Wie siehst du dieses Spannungsverhältnis und wie kann dann grünes Wachstum tatsächlich funktionieren? Also das Spannungsverhältnis zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit, also grünem Wachstum, Klimaneutralität genauer, könnte größer ja gar nicht sein. Also wenn man sich mal vergegenwärtigt, Wachstum, wie wir es kennen, ist ein Phänomen, das in der Industrialisierungsgeschichte, Stichwort Dampfmaschine, vor nicht mal ganz 200 Jahren begonnen hat. Und wenn wir uns dann das Wachstum real, also ohne Inflationseffekte anschauen, können wir, wenn wir es historisch weiter zurückverfolgen, mit Fug und Recht behaupten, Wachstum ist eigentlich eine Geschichte dieser knapp 200 Jahre. Vorher fand fast kein Wachstum statt. Wir hatten breite Armut quer über den Globus. Wir hatten eine kleine Herrschaftselite, der es vergleichsweise gut ginge. Und trotzdem hätte ich nicht leben wollen wie Ludwig XIV. In Frankreich, der als reichster Mensch seiner Zeit damals galt. Das war ein Leben, das wäre für uns heute alle unzumutbar, auch was die hygienischen Bedingungen betrifft. Also Wachstum ist ein relativ neues Phänomen, Wohlstand ist ein neues Phänomen und dann sind wir genau bei dem Spannungsfeld, denn wenn wir uns das Wachstum anschauen, sehen wir, dass genau in dieser Phase die CO2-Konzentration in der Luft angestiegen ist, insgesamt die Treibhausgase angestiegen sind und damit sind wir genau an dem Punkt. Wir wissen, dass CO2 kausal für den Klimawandel ist, also CO2 nutze ich dann gerne als Begriff, als pauschalisierenden Begriff für alle Treibhausgase. Wir wissen, dass diese Treibhausgase letztendlich die Konzentration Menschen verursacht ist. Und da müssen wir uns natürlich fragen, nach vorne gehend, wie können wir überhaupt noch damit leben, dass wir ja den Klimawandel ungewollt natürlich vorantreiben? Dürfen wir wirklich noch wachsen? Das wirft die Degrowth-Bewegung auf. Und ich sage, nun, wir können uns diese Frage eigentlich gar nicht erlauben, wollen wir wachsen, ja oder nein? Stichwort, wir erwarten noch 3 Milliarden mehr Menschen auf unserem Planeten und haben jetzt nochmal schon bereits 3 Milliarden Menschen, denen es am nötigsten zum Leben fehlt. Das heißt in aller Konsequenz, die demografische Entwicklung und die bestehende Not führen eigentlich dazu, dass man gar nicht anders denken kann, als dass sich daraus Wachstum entwickelt, wenn wir diese Not bekämpfen wollen und den kommenden Menschen auch ein einigermaßen gutes Leben ermöglichen wollen. Wie schaffen wir das? Nun, der Weg nach vorne zum CO2-neutralen Wachstum kann eigentlich nur gehen, wenn wir eine Entkoppelung schaffen. Das heißt also, wenn wir es hinbekommen, dass wir Wachstum lösen vom CO2-Ausstoß. Und da sind wir durchaus schon auf einem sehr erfolgreichen Weg, wenn wir uns mal die letzten 20, 30 Jahre anschauen. Wenn wir uns angucken, wie die CO2-Neutralität erreicht werden soll, dann wird ja oft argumentiert, es würde vor allem über staatliche Intervention oder über mehr Regulierung klappen können. Ein interessanter Gedanke in deinem Booklet war ja, dass du gesagt hast, dass Nachhaltigkeit an sich schon in der sozialen Marktwirtschaft angelegt ist und dieses zusätzliche Adjektiv ökologisch-soziale Marktwirtschaft zwar schön ist, aber eigentlich sie auch quasi ohne den Namenszusatz schon ökologisch funktioniert. Was ist denn da die Idee dahinter? Ja, es ist in der Tat eine Tautologie, von der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft zu sprechen, weil Marktwirtschaft, wie wir sie verstehen, soziale Marktwirtschaft, ja im Kern, was wir jetzt brauchen für die Dekarbonisierung, 2 Elemente enthält. Natürlich hat es noch viel mehr Elemente, die konstitutiv sind für eine Marktwirtschaft, aber für unseren Bedarf sind es vor allem 2 Elemente. Das eine Element ist, dass wir einen Ordnungsrahmen haben, das heißt ein Zusammenspiel zwischen Staaten
Staat und Markt. Der Staat setzt den Rahmen, der Markt kann in diesem Rahmen handeln. Und der zweite Punkt, wir haben einen sogenannten Preismechanismus. Das heißt, Angebot und Nachfrage treffen zusammen und über den Preis wird sich dann die Gleichgewichtslösung einstellen. Was heißt das ganz konkret? Warum gibt es diese ökologisch-soziale Marktwirtschaft eigentlich vom Grundgedanken her schon? Oder warum ist es integriert, ohne dass man es vielleicht extra nochmal betont hat in der Vergangenheit? Nun, wenn wir das Thema Klimawandel lösen wollen, dann müssen wir nach vorne schauend ganz einfach eins machen, das ist rein marktwirtschaftlich und sagen, das klingt jetzt brutal, aber das ist der beste Mechanismus, wie ich finde, die Umwelt braucht ein Preisschild. Das heißt, CO2 braucht ein Preisschild. Da aber niemand weiß, was CO2, also das Recht, CO2 in die Umwelt auszustoßen, da niemand weiß, was das genau kosten kann, kommen Staat und Markt zusammen. Der Staat sagt dann, pass mal auf, wir wollen CO2-neutral sein in Europa, in der Europäischen Union bis 2050. Das heißt, wir wissen, wie viel CO2 wir bis dahin ausstoßen können. Das ist ein Entwicklungspfad, den wir bis 2050 dann auf null zurückführen, die jährliche Menge. Die Menge ist uns klar und ihr in der Wirtschaft handelt darauf. Das heißt, die Wirtschaft bekommt CO2-Emissionsrechte und die Idee ist ganz einfach, es wird über die Zeit immer weniger Emissionsrechte geben und diese Rechte sind aber handelbar. Das heißt, das ist durchaus ein interessantes Geschäftsmodell zu sagen, ich versuche Emissionen zu verringern, es rentiert sich, ich investiere in Klimaneutralität und wer hinter mir kommt und noch nicht so weit ist, der kann zumindest temporär meine Rechte erhalten und ein Stück weit mehr an CO2 in die Umwelt entlassen. Aber wie gesagt, 2050 ist Schluss. Das haben wir ja schon im European Trading Scheme, also diesem Handelsmechanismus. Da steckt das schon drin. Und wie gesagt, für eine Marktwirtschaft, der Ordnungsrahmen, das Zusammenspielen Markt und Staat ist konstitutiv und die Preissignale auch. Ich behaupte, wenn die Väter der sozialen Marktwirtschaft, also Ludwig Erhard und andere, so in den frühen 50ern gewusst hätte, was CO2 bedeutet, hätten sie damals gleich gesagt, die Treibhausgase brauchen ein Preisschild, einfach weil sie auch weil ihnen als Ökonomen klar war, jeder Kostenfaktor muss in der Produktion enthalten sein. Das ist ein ganz schlicht klingender Mechanismus, den es auf die Realität zu übertragen gilt. Jetzt bist du natürlich mit dem Argument in allerbester Gesellschaft. Ich glaube, die meisten Volkswirte argumentieren ja in die Richtung, wir brauchen Preise, um den Klimawandel zu bekämpfen und das am besten weltweit. Frage ist, reicht das oder brauchen wir mehr Maßnahmen, um in Richtung Klimaneutralität zu kommen? Nun, wir brauchen, denke ich, den Preis und den Wettbewerbsmechanismus. Auch das ist ja konstitutiv für die Marktwirtschaft, Wettbewerb in Angebot und Nachfrage. Den brauchen wir als Ausgangspunkt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber du hast schon zu Recht gesagt, da möchte ich mit beginnen, wir brauchen das ja eigentlich global. Und da sind wir genau an dem Punkt, dass die Länder sich bisher nicht darauf geeinigt haben, dass es einen globalen CO2-Handelspreis gibt. Und aus meiner Sicht, und da stimmen mir, glaube ich, alle Ökonomen zu, auch alle Politiker zu. Es gibt eigentlich aktuell keine Vision, dass wir einen einheitlichen weltweiten Handelsrahmen bekommen werden so schnell. Aber auch da komme ich zu der ökonomischen Lösung, die William Nordhaus schon in den 90ern damals als Ökonom wiederum vorgeschlagen hat, gesagt, pass mal auf, wenn das Erstbeste, das wir wollen, nicht klappt, gehen wir auf sogenannte Second Best, also die zweitbeste Lösung über. Das wäre ein Klimaclub. Kurz, das könnte die EU sein als Ausgangspunkt, die sagt, jeder, der mit uns handeln will, darf das, aber wenn er nicht Teil des Clubs ist, zahlt er an den Außengrenzen einen CO2-Ausgleich. Nichts ist mächtiger, auch hier
als die Preissignale, wie ich denke. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann einige Länder sagen, da trete ich lieber gleich bei. Das macht die Sache doch einfacher, weil 450 Millionen Bewohner in der Europäischen Union alleine natürlich ein super attraktiver Markt sind. Also Ausgangspunkt Markt, Wettbewerb, wenn nicht global, dann doch ein Klimaclub als zweitbeste Lösung. Und wenn du fragst, was brauchen wir noch? Ja, wir brauchen natürlich einen Wettbewerb, der Innovationen generiert. Wir wissen, dass wir noch nicht alle technologischen Lösungen haben und wir brauchen Unternehmen, wie zum Teil sicher auch Staaten, die investieren für die Dekarbonisierung. Lass uns jetzt mal vielleicht ein bisschen stärker in Richtung Investitionen und Finance schauen. Du sprichst in dem Booklet öfters von dem Begriff Finance for Future, wahrscheinlich nicht ganz zufällig eine gewisse Nähe zu Fridays for Future. Welche Rolle spielt denn der Finanzsektor aktuell auf dem Weg Richtung Klimaneutralität in deiner Sicht und welche könnte er spielen? Also ganz deutlich, ja, es ist kein Zufall. Finance for Future ist natürlich eine leichte Abwandlung von Fridays for Future. Tatsächlich hat mich Fridays for Future da auch motiviert dazu, weil ich die jungen Menschen oft gesehen habe, auch jetzt zuletzt wieder beim globalen Klimastreik gesehen habe, wie sie bei uns die Straße entlang gegangen sind, marschiert sind. Und ich finde immer, das ist ein berechtigtes Anliegen, ein gutes Anliegen für das Aufhalten des Klimawandels, auf die Straße zu gehen. Ich habe immer nur gedacht, Leute, wenn ihr heimkommt, das Wichtigste, was ihr machen könnt, ist, sprecht mit euren Eltern drüber und fragt sie, ob sie Finance for Future in euren Portfolien umsetzen können. Und da bin ich genau bei deiner Frage, welche Rolle spielen Finanzdienstleister, spielen Vermögensverwalter, Asset Manager, so wie wir. Ich glaube, dass wir eine sehr große Rolle spielen, bereits schon jetzt spielen, denn es ist jedem klar, dass staatliche Investitionen alleine nicht die Antwort sein können bei der Dekarbonisierung. Ganz im Gegenteil. Es geht ja letztendlich darum, dass Unternehmen sich umstellen. Letztendlich geht es dabei wiederum um Investitionen und die Frage, wie werden diese Investitionen finanziert? Und natürlich, Finanzierungen lassen sich, sei es auf Anleihenbasis, sei es auf Aktienbasis, über Fonds sehr, sehr gut verwalten. Und genau da kommt die Finanzdienstleistung ins Spiel, ist bereits mittendrin. Um einfach mal so ein bisschen Gefühl zu geben, zwei kurze Zahlen. Die International Renewable Energy Agency schätzt, dass wir bis zum Jahr 2050 etwa 110 Billionen weltweit brauchen, um die Energienetze und den Energieverbrauch, die Energiegewinnung komplett auf erneuerbar umzustellen. Das klingt wahnsinnig viel. Diese Zahl ist auch ein Haufen Holz. Zugegebenermaßen. Aber um das mal so ein bisschen mit der Finanzdienstleistung zu spiegeln, es gibt seit 2006 eine Initiative, die heißt Initiative der für Verhalten, für verantwortungsvolles Investieren, Principles of Responsible Investing Initiative. Und diese Initiative hat sich auf Grundkriterien festgelegt, nach denen sie nachhaltig Gelder managen will. Man kann natürlich nicht eins zu eins sagen, jeder Euro, der da reinfließt, fließt in die Umgestaltung der Energienetze, das wäre bei weitem zu viel, aber ich will es einfach trotzdem mal gegenüberstellen. Also für die Umstellung auf erneuerbare Energien brauchen wir 110 Millionen. Diese Principles of Responsible Investing Initiative hat mittlerweile 120 Billionen US-Dollar under Management, wie wir so schön sagen, also unter Verwaltung. Und da merkt man plötzlich, wenn man mal die Größenordnungen abgreift, da ist viel Geld da und das sind Investitionen. Ich sage es nochmal, die Dekarbonisierung hängt mit Investitionen zusammen und da sollten wir doch die Finanzierungsseite durchaus hinbekommen können. Wenn wir jetzt über nachhaltiges Investieren reden, dann sind wir sehr schnell bei den drei magischen Buchstaben ESG, also Environmental, Social und Governance Investments. Das ist ja eigentlich fast zum Synonym für nachhaltiges Investieren geworden. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch mal ganz kurz erklären, was die besonderen Kennzeichen von ESG-Investments sind.
Ja, ESG Investments haben seit etwa 2006 mit dieser PII-Initiative einen tatsächlichen Siegeszug um die Welt, kann man sagen, um die Anlagewelt angetreten. Sie sind im Prinzip mehr als ein paar Kriterien, das klingt so schnell dahingesprochen, E, S und G. Das sind im Prinzip ganze Kataloge an Kriterien, die auch weiter aufgefächert werden, nach Branchen aufgefächert werden und dergleichen. Es ist im Prinzip ein Riesenkatalog, mit dem man Unternehmen auf Herz und Nieren prüfen kann. Und das wird auch gemacht. Also wenn ich allein mal bei uns im Haus sehe, wie viele Kollegen, Kolleginnen daran arbeiten, die dann zusätzlich zu der klassischen Analyse, also ich sage jetzt mal Cashflow, Gewinnerwartungen, Umsatzschätzungen und dergleichen, also zu den klassischen Finanzkriterien dann auch noch ESG-Kriterien untersuchen. Da wird enorm viel Brainpower eingesetzt und das ist ein, wie ich finde, wirklich sehr hilfreiches Kriterienbündel. Du hast jetzt eben schon erwähnt, es gibt nicht nur eben diese drei Kriterien, sondern hinter diesen drei Kriterien verstecken sich ganze Kataloge von Unterkriterien. Und der ESG-Ansatz ist ja in dem Sinne nicht einheitlich und die Kriterien variieren je nach Anbieter. Wie problematisch ist es denn aus deiner Sicht, dass wir im Moment zumindest noch keine wirklich allgemein anerkannten ESG-Kriterien haben? Ja, es ist und bleibt natürlich unbefriedigend, weil ganz klar, wenn ich meinen Kühlschrank, mein neuen Zuhause aufmache, schaue ich da drauf und habe ganz klare Kriterien, ist der jetzt A++ oder ist der schlechter vom Energieverbrauch? Also so eine Art Ampelsystem oder so ein System, was wir von Elektrogeräten ja auch schon kennen, dass wir eine klare Klassifizierung haben, das wäre äußerst wünschenswert. Das wird natürlich in der Kapitalanlage enorm helfen. Aber das Problem ist natürlich, jeder interpretiert es ein Stück weit anders. Der eine legt auch mehr auf E-Schwerpunkt, der andere vielleicht mehr auf S. Man kommt da leider um qualitative Einschätzungen nicht herum. Also es gibt keinen harten Kriterienkatalog, wo man einfach eine Box ticken kann und am Ende dann sagt, okay, von 100 Punkten 89 oder so erreicht. Das ist in der Tat äußerst unangenehm. Ich habe da selbst noch keine Lösung, wie man da besser hinkommen kann, eben weil es ein großer Katalog ist und wie gesagt, sehr qualitative Lösungen braucht. Ich würde aber dem Anleger, der Anlegerin ganz klar die Empfehlung mitgeben und sagen, lass dich da nicht scheu machen. Also vertrau ein Stück darauf, dass die Firmen ihr Bestes tun, nach Anlage, nach ESG-Kriterien, Nachhaltigkeit zu tracken, wirklich viel reinstecken. Bei manchen Punkten muss man einfach diskutieren, ist A richtig oder B richtig. Das wird so bleiben müssen. Aber die große Richtung stimmt. Und was für mich das ganz Entscheidende ist, bei allen, ja doch, wie gesagt, bei dieser unzufriedenstellenden Lösung, dass es ein Riesenkatalog ist, kein einheitliches Scoring am Ende gibt, kann ich immer wieder nur sagen, ist trotzdem spannend zu sehen, dass die akademische Welt im Prinzip mit Hunderten von Studien, mehreren Tausend Studien kann mittlerweile sagen, zum überwiegenden zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien das Risiko- und Ertragsprofil der Anlage verbessert. Das heißt, ich habe vielleicht nicht genau die Nachhaltigkeit, die ich mir wünsche, aber wenn ich weiß, ich habe es in meinem Portfolio mit integriert, dann bin ich einen großen Schritt weiter und ich behaupte, die akademische Welt hat durchaus recht. Ich habe da auch selbst mit dran gearbeitet in einigen Papers. Die akademische Welt hat durchaus recht, wenn sie sagt, Nachhaltigkeit verbessert das Risikorenditeprofil der Kapitalanlage. Zum Abschluss noch ein bisschen praktische Lebenshilfe. Was sollten denn unsere Zuhörer bzw. Investoren generell beachten, die nachhaltig investieren möchten? Sollten sie sich tatsächlich nochmal mit den ESG-Kriterien selbst beschäftigen, die Anbieter im Portfolio haben? Ja, also wenn man sich damit beschäftigt, es ist eine große Aufgabe, ist keine Frage, aber ich glaube, das wird für die meisten Anleger, Anlegerinnen einfach deutlich zu weit gehen. Das ist wirklich viel Arbeit. Was man sicher machen kann, ist, dass man zumindest mal, ich sag mal, die grobflächige oder die grobkörnige Beschreibung im Internet oder in den Produktprospekten nochmal nachvollzieht, das auch bei der Anlageberatung vielleicht auch nochmal diskutiert. Das kann helfen. Ich würde es sogar noch einfacher machen.
machen, weil ich der Meinung bin, die Finanzdienstleister haben im Prinzip die große Aufgabe, Leben zu vereinfachen und nicht Leben zu verkomplizieren. Also mir macht Kapitalmarkt, Kapitalanlage einen tierischen Spaß, aber ich kann komplett verstehen, wenn die meisten Menschen sagen, nee, es gibt andere Sachen, die interessieren mich viel mehr. Und da bin ich bei dem Punkt, ich würde ein Kriterium immer einbauen. Ich glaube, die Box kann man sehr schnell ticken und einfach fragen, sind da ESG-Risiken mit abgedeckt? Das ist, glaube ich, so das Breiteste, was man machen kann, dass man einfach sagt, pass mal auf, ESG sollte als Kriterium mit drin sein. Risiken, die aus dieser Ecke kommen, sind ausgeschlossen. Das ist der berühmte Artikel 6, nachdem dann die Anlageberatung erfolgt. Und dann kann ich durchaus nochmal weitergehen und sagen, okay, will ich vielleicht nochmal einen gezielten Schwerpunkt Nachhaltigkeit drin haben. Also da werden dann Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Da wird auch nochmal stärker geguckt, wie ist der ESG-Fußabdruck im Vergleich zu einer traditionellen Kapitalanlage. Es geht also über ESG als Risikobetrachtung nochmal ein Stück hinaus. Dann kommt hier der Artikel 8. Also wenn ich das lese auf einem Prospektartikel 8, dann bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und dann kann ich noch eins draufsetzen und sagen, nee, ich möchte noch mal mehr. Da kommt der Artikel 9 nach EU-Offenlegungsverordnung ins Spiel. Und da heißt dann, es macht einen sogenannten Impact, also neuhessisches Wort sozusagen für es macht einen Unterschied. Es geht wirklich darum, dass ein positiver Beitrag zu Umwelt- und sozialen Zielen auch erfolgt. Also, dass ich wirklich mein Geld in eine bestimmte Richtung schiebe und sage, ich möchte, dass das und das Ziel ganz konkret unterstützt wird. Das ist natürlich dann eine engere Fassung gegenüber einer reinen ESG-Risikobetrachtung oder einer reinen Frage nach Nachhaltigkeit. Also kurz nochmal, wenn ich mich mit Anlagefragen beschäftige, dann würde ich darauf achten, Artikel 6, 8 oder 9 nach EU-Offenlegungsverordnung. Und ich glaube, dass die Finanzdienstleister, die Asset Manager insgesamt sehr gute Produkte haben und was ich beobachte, eine Menge Research-Kapazitäten reinschieben, rein investieren, dass sie das auch richtig hinbekommen. Da würde ich einfach drauf vertrauen. Sehr schön. Ein sehr schönes Schlusswort. Und damit bedanke ich mich für deine Zeit und das spannende Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch und ich darf Ihnen allen schon jetzt viel Erfolg bei Finance for Future wünschen. Ich bin der Meinung, das ist eine Win-Win-Win-Situation, wenn wir damit auf grünes Wachstum umschalten. Eine Win-Situation für die Umwelt, eine Win-Situation für unsere Wirtschaft und durchaus auch eine Win-Situation für unser Portfolio. Danke fürs Reinhören und dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch eine Bewertung da. Gerne auch 5 Sterne. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn du mir eine persönliche Nachricht hinterlassen willst, mach das am besten über mein Profil auf LinkedIn. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche.